Herzlich willkommen zu einer Just for Fun Runde Familienduell. Genau, der legendäre Klassiker mit Werner, die Mutter aller Daily Game Shows, neben Ruckzuck oder Glücksrad, gab es ja viele damals, egal. Familienduell war ebenfalls auch immer sehr, sehr interessant und schön zu gucken. Und auch da gab es eine wunderschöne Amiga-Umsetzung damals. Hier fehlt jetzt zwar ein P, macht aber nichts, die fehlt schon komischerweise immer. Ja, letzte Woche habe ich schon das Glücksrad gespielt und ja, Familienduell steht dem Ganzen in nichts nach. Und das Schönste ist in diesem Spiel, ach, wir sehen sogar den Werner in echt und, ja, in echt nicht, aber in virtuell, aber sehr schön empfunden, finde ich. Und wollen wir noch mal gucken, ob wir das schön hinbekommen. So, eine Familie. Die Familie von und zu Dadde. Mit dem Vornamen natürlich. Dann gebe ich meins erstmal ein. Upsala. Annie. Donny. Dini. Dummi. Und Dünni. Fällt nichts Besseres ein. Entschuldigung. Der Computer übernimmt dann den Part der Familie 2. Mit Thorsten, Katja, Matthias, Holger und Josef. Ja, das waren auch richtig deutsche Namen. Jawohl. So muss es sein. Und da sind wir schon im Studio. Wunderbar. Sehr schön gemacht. Und den Werner Hesel sehen wir schon in der Mitte. Und er begrüßt uns zu einer Runde Familienduell. Zu meiner Linken die Familie Computer. Rechts von mir befindet sich Familie Dadl. Nee, nicht wirklich. So sehen die nicht aus. Möchte ich gleich mal feststellen. So. Los geht's mit der ersten Runde. Und auch so sehe ich nicht aus. Ich habe keine Halbglatze, möchte ich mal sagen. Ne? Aber Werner sieht sehr gut aus. Schön nachempfunden. So. Ihr müsst nun die 5 häufigsten Antworten herausfinden. Wir haben wie immer 100 Leute gefragt. Bom, 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 bom. Nennen Sie eine überwiegende Tätigkeit im Berufsleben. Eine überwiegende Tätigkeit im Berufsleben. Schreiben? Naja, die richtige Antwort lautete Büroarbeit. Oh, das ist aber sehr tolerant. Aber Schreiben lasse ich nochmal gelten. Das Spiel ist sehr tolerant. Und sogar die Top-Antwort. Wow, super. Büroarbeiten. Was könnte denn noch eine Tätigkeit? Eine Tätigkeit im Beruf? Eine überwiegende Tätigkeit im Berufsleben. Autofahren, sage ich einfach mal. Nein, falsch. Ach, gibt's doch viele Berufe, oder nicht? Donny ist dran. Das ist schwer. Eine überwiegende Tätigkeit im Beruf. Ja. Ich weiß es nicht. Putzen. Nee. Pause machen. Feierabend. Ist auch eine Tätigkeit. Ich habe keine Ahnung. Was sind das für dumme Fragen? Vielleicht telefonieren. Das zählt aber unter Büroarbeit, finde ich. Oh, das ist total. Entweder sehe ich jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder es ist wirklich sehr, sehr exotisch, diese Antworten. Ich weiß es nicht. Jetzt kann der doofe Computer mir alle Punkte klauen. Zum Glück sind es nicht so viele. Links steht hier Kachelmann mal wieder. Reinigen. Ich habe doch schon putzen gesagt, du Idiot. Der hätte sich mal... Mal sehen. Aber die haben noch 2 Chancen.
Nee, Quatsch, doch nicht. Die haben ja nur eine Chance dann. Hey, die Punkte bleiben bei mir. Woll. Oh Mann, wie arm ist das denn? Eine Lösung nur. So, Onkel Werner löst jetzt alle übrigen Begriffe auf. Bin ja mal gespannt, was da noch gefehlt hat. Fünfter Stelle befindet sich Leiten. Oh ja, klar, Leiten. Reparieren. Ah ja, na okay, kann man drauf kommen. An dritter Stelle befindet sich Ausbilden. Ja, das sind aber so ziemlich blöde Worte. Handel treiben. Das Spiel ist manchmal ganz schön tricky. Aber es ist zumindest tolerant. Also ich habe jetzt hier Schreiben gesagt und er hat Büroarbeiten gelten lassen. Das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt. Runde 2. Was ist denn das für zwei Hexen hier? Der arme Werner. Umgeben von Hexen. Bewitched, würde ich sagen. Und schon wieder die 5 häufigsten Antworten. Na dann. Wir haben wie immer 100 Leute gefragt. Wer ist der berühmteste Milliardär? Dann sage ich doch mal Bill Gates. War der damals schon berühmt? Das verkehrt? Na sowas. Ihr habt ja alle beide falsch. Gut, das Spiel ist von 92. Da war Bill Gates wahrscheinlich noch so ein armer Schlucker. Okay. Vielleicht Warren Buffett. Gut, dann versuche ich es nochmal. Warte. Onassis? Das war die Top-Antwort. Der doofe Computer hat die Top-Antwort rausgefunden. Das sind ja dumme Fragen, hey. Baron Big? Dafür bin ich zu jung noch. Die leben wahrscheinlich heute schon nicht mehr. Die waren vielleicht vor 20 Jahren mal bekannt. Trump. Ah ja, Trump sagt mir noch was, so entfernt. Der Fehler. Holger! Rothschild. Oh, das ist ja asozial. Der weiß ja alles. Josef. Klar, Rockefeller. Stimmt. Könnte der vielleicht mal so ein bisschen failen, der Computer? So ganz keck nachgefragt. Tapir. Nie gehört. Ja, das Spiel ist schon zu alt. Das weiß heute kein Mensch mehr. Computer hat mich voll abgezockt. Finde ich ein bisschen... Na, bisschen gemein. Egal, es gibt ja noch drei Runden. Zwei Runden oder eine Runde. Nee, eine Runde. Es geht um die zweifache Punktzahl. Nee, es gibt... Ich weiß gar nicht, wie viele Runden das mehr gibt. Keine Ahnung. Gott, die sehen aus. Fraggles. Und schon wieder die 5 häufigsten Antworten. So. Was will er denn jetzt wieder wissen? Ich hoffe diesmal ein bisschen was Leichteres. Nennen Sie eine Fernsehsendung für Kinder. Da bin ich zu Hause. Sesamstraße. Zweiter Platz. Computer hat geloost. Computer hat's nicht gewusst. Ich kann mir derweil nochmal was ausdenken. Was gibt's denn da noch? Also jetzt nicht SpongeBob schreiben, das gab's damals noch nicht. Sendung mit der Maus, würde ich sagen. Oder Löwenzahn, das ist fantastisch. Ich sag jetzt erstmal Sendung mit der Maus. So. Gucken, ob ich das auch richtig schreibe. Sendung mit der Maus. Erster Platz! Sendung mit der M. dann schreibe ich mal.
Löwenzahn. Löwenzahn. Oh, nicht dabei. Ganz schlecht. Beste Sendung von allen damals. Peter Lustig hier. Hallo. Apropos Hallo. Hallo Spencer vielleicht noch. Hm? Meine Sendung behindert. Hallo Spencer. Auch falsch. Vielleicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. 1992 gab es ja noch Bim Bambino. Vielleicht ist es ja dabei. Ich habe sonst keine Ahnung. Bim Bambino. Bino. Nicht dabei! Und das für blöde Antworten wieder. Es geht um 132 Punkte, die sich der Computer jetzt mit einer richtigen Antwort klauen kann. Ich hoffe, er weiß es nicht. Aber er hat es ja eben schon nicht gewusst. Hoffentlich. Antwort? Bugs Bunny. Und das ist auch noch... Nee, ist nicht dabei! Haha, die Punkte bleiben bei mir. Zick, zick, zick. Ach ja. Ich bin ja überhaupt nicht schadenfreudig. Nee. Was freut mich jetzt trotzdem? Familie Kachelmann hat abgelost. Und ich habe sie überholt. So. Drei Antworten gibt's noch. Jetzt bin ich mal gespannt, was da noch gefehlt hat. Ja komm, nicht lange reden. Zap, zap. Fünfte Stelle befindet sich... Biene Maya. Ah ja, natürlich. Sehr schön. Vierte Stelle befindet sich... Rappelkiste. Oh Gott, das kennt ja heute kein Mensch mehr. Das ist ja so lang her. Und an dritter Stelle befindet sich... Lila Launebär! Das war ja noch schön. Das kenne ich noch. Lila Launebär und Matti. So was Schönes. So. Auf in die vierte Runde. Dreifache Punktzahl. Jetzt geht's um was. Hey, lieber Scholli. Für Familie Nanny spielt Dummy. Genau, so sieht sie auch aus. Jetzt geht es um die vier häufigsten Antworten und schauen wir mal. Wir haben wie immer 100 Leute gefragt. Nennen Sie eine Sportart oder ein Spiel, wozu man ein Seil benötigt? Okay, dann sage ich mal Klettern. Naja, die richtige Antwort lautete Bergsteigen, aber Klettern lasse ich nochmal gelten. Oh, danke, sehr tolerant. Der Computer weiß es nicht. Jetzt muss ich mir was ausdenken. Was gibt's noch? Ich würde sagen Seilspringen, oder? Seilspringen. Ist jetzt keine Sportart, oder? Aber er hat ja nach einem... Er hat ja nicht nur nach Sportarten gesucht, oder? Ich muss mir die Frage nochmal genau durchlesen. Eine Sportart oder ein Spiel? Ja, dann kann ich auch Seilspringen. Seilspringen. Ringen. Top Antwort! Hey! Haha, Dünni ist dran. Sieht aus wie der Sohn von El Bundy, finde ich, der ganz links. Und ich sage noch, vielleicht Tauziehen. Bosses! Oh, jetzt weiß ich aber langsam nichts mehr. Was könnte da noch? Ein Seil? Ich weiß nichts mehr. Leichtart. Letik. Falsch. Ah, mir fällt nichts mehr ein. Wo braucht man denn noch ein Seil? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Echt nichts ein. Sorry. Nee. Time out. Oh Mann, es geht um 243 Punkte und ich weiß nichts mehr. Die viertletzte Antwort. Ja, das haben aber nur wenige behauptet. Hab ich jetzt Chance, dass der Computer das jetzt auch nicht weiß. Aber mir fällt nichts ein. Seiltanz. Okay, ist eh falsch.
machen wir es ein bisschen kürzer. Und, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass der Herr Computer keine Ahnung hat und die Punkte zu mir kommen. Gemeines Spiel. Und Werner hat einen coolen Gang, ganz chillig. Boing, boing. Segeln. Aha, verkehrt. Schade, schade. Da guckt ihr, ne, Familie Kachelmann. Ah, schön. Jetzt habe ich schon 410 Punkte. Ist ja geil. Nach dieser aufregenden Runde sind sicherlich alle gespannt, welche Begriffe noch fehlen. Ich werde sie euch natürlich nicht vorenthalten. Hier sind sie. An vierter Stelle befindet sich Seiltanz. Habe ich das nicht geschrieben oder habe ich Seiltanz? Nee, egal. Das war die letzte Spielrunde. Jetzt wird noch einmal richtig spannend. Da fehlt ein S. Oh, jetzt kommt das Finale. Das fand ich immer sehr interessant. Wir sind einmal mehr am Höhepunkt der Sendung angelangt. Familie Daddl bestreitet nun die Endrunde. Die Daddls haben nun die Möglichkeit, sich die Bonuspunkte einzuheimsen. Oh, diese Musik ist ja fantastisch. Die Zeit läuft. Hier kommen die 5 Finalfragen. Nennen Sie ein Kinderspielzeug, mit dem am liebsten Väter spielen. Modelleisenbahn. Nennen Sie etwas, das beim Essen Geräusche macht. Cornflakes, sage ich mal. Nennen Sie eine Person oder Gruppe, deren Frisur nachgemacht wird. Beatles, natürlich die Pilzköppe. Mann, bin ich gut. Ja, wird sich gleich zeigen. Nennen Sie etwas, das läuft und kein Lebewesen ist. Das läuft und kein Lebewesen ist. Das läuft und kein Lebewesen ist. Das läuft und kein Lebewesen. Was läuft denn und ist kein Lebewesen? Oh, na gut, sage ich Roboter. Keine Ahnung. Nennen Sie ein Schreibgerät. Füller. Na gut. Die Fragen wurden innerhalb des Zeitlimits. Oh, das war aber ganz schön knapp, nur noch 3 Sekunden gezahlt. Dann wollen wir mal sehen, wie viele von den 100 gefragten Leute? Made in Eile, was? Sehr viele Schreibfehler hier drin. Die erste Frage hat niemand genauso beantwortet. Die zweite Frage haben 20 Leute. Oh, Cornflakes. Dritte Frage haben 45 Leute genauso beantwortet. Ist ja geil. Die vierte Frage hat niemand. Ja, das war schwer. Die fünfte Frage haben 20 Leute genauso beantwortet. Wie sie. 85 Punkte. Oh, ich brauche ja 200 am Schluss. Das heißt, jetzt muss es passieren. Ich bin unter Paar. Schade. Kein schlechter Vorsprung für den weiteren Verlauf der Endrunde. Na, da kommt Dumpfbacke. Der zweite Kandidat. Nun versucht Dummi ihr Glück. Jetzt kommen wieder ganz andere Fragen, glaube ich. Genau, das ist ein bisschen anders als im Fernsehen. Ah ne, doch nicht. Kinderspielzeug, mit denen natürlich ein Väter spielen. Was ist denn das? Ein Kinderspielzeug? Modellauto. Ach, ist doch doof. Nennen Sie etwas, das beim Essen Geräusche macht. Chips. Nennen Sie eine Person oder Gruppe, deren Frisur nachgemacht wird. Eine Person, eine Gruppe. Keine Ahnung. Deren Frisur. Bekannte Frisur. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Ich schreibe jetzt ZZ Top. Die haben wenigstens schöne Bärte. Ist eh falsch. Mir fällt nichts ein, sorry. Läuft und kein Lebewesen ist. Der Fernseher zum Beispiel, der kann ja auch laufen. Hahaha, Fernseher. Nennen Sie ein Schreibgerät.
Bleistift. Ah, shit, das hat er nicht mehr gewertet. Ach, das ist doch scheiße. Viel zu knapp. Ja, ist klar. Aber Chips haben... Okay. So, ein verflixtes Patch. Das sah doch von Anfang an so gut aus. Sie haben es leider nicht geschafft. Warum redet der auf einmal so schnell? Ich komme gar nicht hinterher. Ich freue mich schon jetzt darauf, Sie zur nächsten Aufgabe von Rami Ibrahim begrüßen zu dürfen. Ihr Günther Schlauch. Ihr Günther Schlauch. Witzig. Günther Schlauch. Oh, Schenkelklopfer. Das war's. Sieht so aus. Ja, liebe Leute, das war Familienduell. Genau, jetzt das Spiel auch noch abgeschmiert. Wahrscheinlich, weil es so schlecht war. Gut, das war's und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.